Ganz verschiedene Tiere sind in der neuen Landschaft zu Hause. Und seit heute Morgen dürfen auch Besucher im Pantanal auf Entdeckungsreise. Die neue Anlage ist mit viel Einsatz eröffnet worden und ist der neue Stolz vom Zoo. Also mit dem Pantanal ist für uns wieder ein ganz grosser Meilenstein erreicht. Wir haben unseren Masterplan 1991 gemacht und mit dem Pantanal ist jetzt unser südamerikanischer Teil eigentlich abgeschlossen hier im Zoo, wo vom Regenwald über das Pantanal, über den Bergnebelwald von den Brüllenbären bis zu den kleinen Kameliden in den Anden oben jetzt einen Abschluss gefunden hat. Das Pantanal ist eine Region, die es in Brasilien tatsächlich gibt. Die Tiere sollen hier miteinander zusammenleben, so natürlich wie immer möglich. Auf dem Affeninsel können Besucher sogar ohne grosse Abschränkung Totenkopfäffchen erleben, wenn die dann Lust haben, ein bisschen aus den Büschen rauszukommen. Bei den Eröffnungsgästen im 9000 Quadratmeter grossen Pantanal hat vor allem ein südamerikanisches Tier die Herzen für sich gewonnen. Ich bin von der Figur her ein Elefantenanhänger, nein, aber so freue ich mich dann auch sehr drauf. Aber die Capybara, also das grosse Meersäule, das habe ich eigentlich nicht richtig wahrgenommen, bevor wir es jetzt hier im Pantanal eine Art können aussiedeln. Und ich finde das ganz tolle Tier, wie die auch sozial miteinander zusammenwirken. Und von dem her gesehen, hochspannend, die Tiere jetzt hier im Pantanal zu sehen. Also ich finde die ganz grossen Meersäule lustig. Oder? Und zwar halt einfach auch, weil unsere Enkel haben Meersäule. Und ich freue mich schon darauf, mit denen das anzuschauen. Also wie dann hier der ganz grosse Bruder vom Speedy ist. Also so ein bisschen die, mir gefällt es halt, wenn man so ein bisschen einen Anschluss machen kann an etwas, was man schon kennt. Und wenn ich mir so vorstellen kann, bin ich entweder mit meiner Mama hierher noch in den Zoo gegangen und sie sich sehr darüber freut, oder eben dann mit den Enkeln wieder. Es ist für alle schön. Die schöne Landschaft, wo Ameisenbären und Co. jetzt zuhause sind, ist eine der artenreichsten Gegenden auf der Welt. Es hat viele Flüsse und Sumpfgebiete. Der Zoobesucher soll nebst der Schönheit der Tiere und der Landschaft auch eine gewisse Dosis an Information und Aufklärung vermittelt werden. Ein Polizeiauto und Tierkäfig stehen als Warnsignal im Eingangsbereich. Die eingesperrten Plastikpapageien sollen aufschrecken. Der Tierhandel, der immer noch sehr häufig ist. In Brasilien werden jährlich 38 Millionen Wildtiere gefangen, zum Teil auch gegessen, nicht nur gehandelt. Also, aber das ist dort noch ein ganz grosses Problem. Es gibt auch Touristen, die Fälle heimnehmen oder so. Auf das wollen wir aufmerksam machen, auch auf die ganze Problematik mit dem Tierhandel, wo viel Geld drin ist. Der Hyazinth-Ara, den der Zoo Zürich hat, ist wegen der Wilderei und dem Tierhandel ein stark bedrohtes Tier. Er wird dann im Sommer auch im Pantanal anzutreffen sein. Jetzt sind die Temperaturen aber noch zu frisch. Der seltene Vogel bleibt noch in der Innenanlage. Von außen ist es für die ersten Besucher aber auch ohne Papageien schon sehr spannend. Es ist eigentlich die ganze Kombination von all diesen verschiedenen Tieren, die es dem Zoo wieder gelungen ist, das optimal aufzubauen, zu inszenieren hier in dieser Landschaft. Und ich glaube, man kann nur gratulieren für die super Landschaft, die hier aufgebaut worden ist. Das Pantanal ist nach 18-monatiger Bauzeit jetzt definitiv für alle Besucher offen. Die Ameisenbären und ihre südamerikanischen Mitbewohner haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten schon an ihre neue Welt gewöhnen können.